Ja. 38,04 € für bedürftige Bundesländer. Da trifft es sich wunderbar, dass wir heute die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen zu Gast haben. Hannelore Kraft, herzlich willkommen. Frau Kraft, hallo, herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Frau Kraft. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Sie sind, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das klar ist, der erste Gast, den wir von der SPD überhaupt bekommen. Ich habe die alle eingeladen. Ich habe die komplette Troika eingeladen. Die hätten sogar, um Fahrkosten zu sparen, zusammenkommen können. Aber die wollten nicht. Wissen Sie, hat sich da was aufgestaut? Sind irgendwie sauer auf mich? Nö, habe ich nicht gehört. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber wenn ich jetzt hier war, vielleicht ist das ein Anreiz, dass Sie auch kommen. Sie geben mir einfach die Handynummer vom Gabriel und dann ist das geregelt. 38,04 € haben wir gesammelt. Also gut, es waren 4.500 CDU-Anhänger und die haben 38,04 €. Dürfen Sie die annehmen? Oder, also nein. Den Steinbrück würde ich gar nicht fragen, aber dürfen Sie die annehmen? Naja, Sie haben ja für Berlin gesammelt, also das geht nicht. Das nein, wir haben für alle armen Länder gesammelt. Naja, wir sind ja nicht ganz so arm. Wir liefern ja 2 Milliarden über die Mehrwertsteuer noch in alle anderen Länder. Also von daher. Haben Sie das mitgekriegt? Der Stoiber war ja der Starredner im CSU, in der CSU-Halle. Jedes Mal, wenn der Nordrhein-Westfalen gesagt hat, haben die Bajuwaren gebuht. Tut Ihnen das weh, Frau Kraft? Na, ich weiß nicht, wie er das macht. Ich rede ja da unten auch und ich kriege viel Applaus. Von den Genossen? Ja, was macht er falsch? Ja. Nee. Ja, also die Parts von Stoiber, die man verstehen kann, richten sich natürlich an seine Klientel. Und da ist Nordrhein-Westfalen nicht gut weggekommen, was natürlich mit dem Länderfinanzausgleich zu tun hat. Dass Sie den gut finden, ist völlig okay, weil Sie sind Nehmerland. Und warum sollen wir daran was ändern? Ist doch eine gute Naja, wir sind eben nicht nur Nehmerland, sondern wir geben auch die Mehrwertsteuer. 2 Milliarden geben wir an andere Länder. Also wir sind nicht nur Nehmerland, sondern wir sind auch Geberland. Und im Übrigen, hier in Nordrhein-Westfalen erinnert man sich gut daran, aus Bayern ist erst was geworden, nachdem Nordrhein-Westfalen Bayern jahrelang durchgefüttert hat. Das gehört auch dazu. Da gibt es mal gesehen. Applaus, bitte. Ja. Allerdings, wenn wir schon bei der Zahlenhuberei sind, hat Bayern, glaube ich, allein in diesem Jahr mehr eingezahlt, als sie seit 1950 kassiert haben. Also ein richtiges Plusgeschäft war das jetzt auch nicht für die Bayern. Ja, aber die haben es ja ausgehandelt. Also insofern sind sie ja selber schuld. Sie haben es ja bejubelt. Ja. Also. Natürlich. Ich sag's immer, man soll keine Verträge an der Haustür unterschreiben. Ja, also Sie können das jetzt annehmen, die 38,04 €, oder kriegen Sie dann Probleme, wenn ich Ihnen das... Ja, ich glaube, die geben wir dann lieber am wohltätigen Zweck. Ja, genau, das können wir uns ja noch überlegen. Für welchen. Sind Sie wieder fit? Sie waren diese Woche total angeschlagen, haben alle Termine abgesagt, außer heute Show. Ja, nach Karneval hat es mich erwischt, Gott sei Dank erst nach Karneval. Hatte das... War diese Krankheit irgendwie, wie der Amerikaner würde sagen, Karneval-related? Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Ihren Aktivitäten im Karneval und der Krankheit? Insofern, dass ich wahrscheinlich viele Hände geschüttelt habe und mir dann so ein Magen-Darm-Virus eingefangen habe. War nicht so angenehm. Und deswegen mussten Sie unter anderem den politischen Aschermittwoch in Schwerte absagen. Da konnten Sie nicht. Das heißt, Peer Steinbrück hat dort alleine geredet. Jetzt reden wir mal ganz offen. Wenn Peer Steinbrück da alleine redet, liegen Sie dann mit Fieber im Bett und denken, jetzt labert der da unbeaufsichtigt, das ist ja eine Vollkatastrophe. Nee, wirklich nicht. Also wir stimmen in fast allen Themen überein. Ab und zu kämmeln wir uns auch mal. Ja. Ab und zu kämmeln wir uns auch mal, aber vom Prinzip her stimmen wir überein. Nein. Ich muss jetzt mal dazu sagen, langsam ödet mich das ganze Peer-Bashing ja auch an. Ich mach's nur noch für Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, gut, dann nehme ich das. Aber er gibt einem halt auch immer wieder Vorlagen. Also ich gebe nur mal ein aktuelles Stichwort, der Peer-Block. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, Peer Steinbrück hat Leuten erlaubt, einen Peer-Block, wo für ihn im Internet Werbung gemacht wird und über ihn berichtet wird, zu unterrichten und dann, oder zu organisieren. Und dann stellt sich hinterher raus, er wird gefragt, wer sind denn die Finanziers dieses Peer-Blocks? Und er sagt, weiß ich nicht, ich habe auch gar nicht gefragt. Da muss ich Sie jetzt mal fragen, kennen Sie die Berater von Peer Steinbrück und welche Medikamente nehmen die? Ich kenne die sicherlich nicht alle, ich kenne einige und die sind auch ganz vernünftig. Aber ich glaube auch, dass Unternehmer sagen, sie wollen Peer Steinbrück unterstützen, ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Und war vielleicht auch eine Idee, die erstmal im Raum stand und dann direkt abzusagen und zu sagen, nee, das will ich aber nicht, dass Sie mich als Unternehmen unterstützen, kann ich auch nachvollziehen, dass man da erstmal anders rangegangen ist. Die Idee war so super, dass man den Block jetzt erstmal eingestellt hat. jetzt ist es ja so, es ist nicht
so richtig günstig von der Ausgangslage für die SPD, was den Rest des Wahljahres angeht. Ich habe heute mal die Zahlen angeguckt. Ihr verharrt bei 27%, obwohl das Merkel-Kabinett, Stichwort Schawan, alles tut, um euch nach vorne zu peitschen. Also das ist ja wirklich so eine Art Restekabinett. Wir haben es eben schon gesagt. Warum profitiert die SPD davon eigentlich nicht? Ja, glauben Sie alle Umfragen? Ich glaube die nicht mehr. Also wenn man auf die letzte Landtagswahlen schaut, da kann man noch sehen, dass die Umfragen hinterher mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Na, das betrifft nur die FDP, weil sich die Leute da schämen, das zuzugeben. Ja, also die Leute sagen ja nicht in Umfragen, ich gucke YouPorn. Also das ist ja klar. Also das sagt man einfach nicht. Aber die anderen Zahlen haben schon relativ gut gelegen, auch in Niedersachsen. Naja, warten wir mal ab. Wir sind ja noch gar nicht so richtig in der heißen Wahlkampfphase. Ja. Da kann man Argumente erstmal richtig rüberbringen. Und da baue ich auch drauf und ich bin immer noch zuversichtlich. Werden Sie sich denn im Bundestagswahlkampf auch richtig mit reinhängen? Klar. Ja. Ja, klar. Das ist ja auch mein Gefühl, dass das ein bisschen Ihr Ding ist, dieser Straßenwahlkampf, weil Sie dieses Kümmern ausstrahlen. Jetzt kommt wieder und hier gibt es einen Ausschnitt, den habe ich schon, ich habe ihn schon zweimal gezeigt, weil ich den so liebe. Und deswegen zeigen wir ihn jetzt ein drittes Mal. Hier ist er. Hannelore Kraft im Straßenwahlkampf. Und mal gucken, wie denn so ist hier. Ja, hier ist es schön, wir haben nur eins zu bemängeln. Mit der Mülltonne. Das ist Nordrhein-Westfalen. Und die habe ich mir auch gekümmert. Ja? Ja, ja. Also, was? Ich war da, also wir wollen es nicht, nicht zu breit machen, aber was war mit der Mülltonne? Naja, die wurden nicht häufig genug geleert. Hör doch ich auf. War da mit der Wohnungsbaugesellschaft unterwegs und dann habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen und ich hoffe, dass er hat mir versprochen, dass wir jetzt häufiger geleert werden. Problem gelöst. Problem hoffentlich gelöst. Ja, das ist ja gut. Alle Leute, die jetzt ein Problem mit der Mülltonne haben, rufen ab jetzt bei Ihnen an. Ja, ich meine, es ist ja wichtig, man darf ja den Kontakt zur Basis nie verlieren, gerade als Genosse. Sie machen ja regelmäßig diese Eintagespraktika, das heißt Tatkraftler. Wir haben ein paar Bilder da. Mhm. Früher in der DDR hätte man gesagt, sie sind einen Tag in der Produktion. Genau. Ich glaube, wir haben ein paar Aufnahmen, da sieht man sie zum Teil hier. Da, ich glaube, sie schweißen da irgendwas. Das will ich gar nicht wissen, was das ist. Hier machen sie einen Kuhstall sauber, Busfahren. Also das Schöne an diesen Bildern ist, man sieht ja, auch Politiker können wieder zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft werden. Aber die Resozialisierung ist das eine, was aber natürlich ihren politischen Mitbewerbern nicht so gefallen hat, dass so ein Tag Tatkraft angeblich 20.000 Euro kostet, was zur Schuldenbremse ja nicht so passt. Ne? Also der Tag kostet gar nichts, sondern ich arbeite irgendwo mit und abends machen wir an dem Ort, wo ich dann bin, zum Beispiel war ich auf dem Bauernhof in Nottuln, liebe Grüße nach Nottuln. Ja. Da machen wir dann abends in Nottuln eine Veranstaltung und da werden alle eingeladen, also Vereine, Verbände, alle können kommen und dann diskutieren wir über das Thema Agrarpolitik, was ich da gelernt habe an dem Tag, wie ich das jetzt politisch sozusagen auch umsetze, was mir das gebracht hat. EU-Förderung im Agrarbereich hatte ich keine Ahnung von und wenn man dann warum mit so einem auch Bauern mal spricht, naja, weil ich darüber entscheiden muss auch und schon wichtig und deshalb so eine Veranstaltung, 20.000 Euro ist, glaube ich, in Ordnung. Also kostet es doch 20.000 Euro. Ja, aber die Veranstaltung, nicht der Tag, an dem ich arbeiten gehe. Nein, dass Sie keine 20.000 Euro kriegen, nein, das sind ja per Steinbrückpreise. Also das, so habe ich das nicht gemeint. Das ist ja klar. Ich darf dazu sagen, Frau Kraft hat neulich eine Laudatio auf mich gehalten bei der Spitzenfeder in ihrer Heimatstadt Mülheim. Da habe ich einen Karnevalspreis, da hat einen gemacht. Den Karnevalspreis. Und weil Sie die Vorjahressiegerin waren, haben Sie die Laudatio auf mich gehalten. Und Sie hatten die originelle Idee, Ihre Familienvideokamera zu nehmen und bei einem Presseempfang in Berlin Politikerkollegen, namhafte, auf mich anzusprechen. Und wir haben hier einen kleinen Ausschnitt. Frau Bundeskanzlerin, Oliver Welke hält die spitze Feder. Wie ist Ihr Kommentar? Mein Kommentar ist gute Auszeichnung, er ist immer für eine Überraschung gut. Jetzt. Oliver Welke ist klasse, vor allen Dingen, wenn er über mich herzieht. Herr Vizekanzler, was sagen Sie dazu, dass Oliver Welke die spitze Feder erhält? Ich habe mir so viel vorgenommen, was ich dem Oliver Welke einfach mal persönlich sage, wenn ich die Chance dazu habe. Schrecken vor lauter Glück, jetzt die Chance zu haben, alles vergessen habe. Verbockt! Im entscheidenden Moment hat er es verbockt. Ja. Aber der Teil, der mir noch mehr Spaß gemacht hat, war, dass ich die Gernotina Hassknecht geben durfte. Ja, Sie haben eine Gernot Hassknecht-Parodie in der Staatskanzlei bei sich mit Heute-Show-Bild gemacht. Was mich noch interessieren würde, ich hatte so ein bisschen, vielleicht täuschen, ich hatte das Gefühl, bei Herrn Rösler hat sich ein bisschen was aufgestaut, meine Person betreffend.
Haben Sie noch andere O-Töne gekriegt, die nicht sendefähig waren, die man Ich habe welche nicht gekriegt, die hätte ich gerne gesendet, aber da habe ich versehentlich den Ausstatt, den Anknopf gedrückt. Ja. Das wäre sonst der Director's Cut geworden. Ja gut, die Kanzlerin kennt mich, mehr kann ich beruflich nicht erreichen, das ist schon mal klar. Und Stichwort Kanzlerin, kommt es denn 2017 endlich zum ersehnten Duell Mutti gegen Mutti 2.0? Ja, natürlich nicht, weil bis dahin ist die andere Mutti weg. Der Wunsch Per Steinbrück als Vater tritt da nochmal an. Das hatte ich ja vergessen, dass bis dahin Per Steinbrück schon Kanzler ist. Nein, mein Fehler. Das heißt, Sie würden aber, sagen wir mal, wenn das nicht so käme, es ist verrückt, aber wenn es nicht so käme, würden Sie dann erwägen, aus dem bankrotten NRW ins reiche Berlin zu ziehen eines Tages? Also Berlin hat, glaube ich, auch nicht mehr finanziell zu bieten. Nicht wirklich. Nein, und darum geht es auch nicht. So, ich mache meinen Job hier gerne. Ist ja eine tolle Arbeit und Ministerpräsidentin von so vielen netten Bürgerinnen und Bürgern zu sein, macht